Freunde, nach diesem Video werdet ihr erfahren, wie es möglich ist, Narben zu erzeugen nach chirurgischen Eingriffen, die nicht sichtbar sind. Die Technik, die hier gezeigt wird, ist genau das Gegenteil, also eine Nahttechnik, wo eben die Punkte und die Narben viel sichtbarer sind. Wie man hier sieht, wird die Nadel durch die Haut gestochen. Diese Einstichstellen, wo die Nadel aus der Haut rauskommt, sind nach der Abheilungsphase sichtbare Narbenpunkte, die dann natürlich völlig sichtbar sind und auch teilweise hypertrophieren können. Das heißt, wirklich unschöne Narben bilden können. Die Technik, die wir als plastisch-ästhetische Chirurgen anwenden, wird der Knoten innerhalb der Haut verknotet. Das heißt, bei dem Verknotungspunkt sieht man nicht. Und auch die fortlaufende Naht wird unterhalb der Haut gesetzt, sodass die Einstichstellen eben nicht sichtbar sind. Dadurch können wir Narben erzeugen, die sehr, sehr gut abheilen und eben diese punktförmigen Veränderungen nicht vorhanden sind. Habt ihr Narben und wie sind eure Erfahrungen? Schreibt es mal in die Kommentare. Das seht ihr beispielsweise hier, dass eine intrakutane Naht eine wirklich maximal unsichtbare Narbe erzeugt, weil eben der Faden innerhalb der Haut liegt. Das ist eine Oberschenkelstraffung, die ich vor kurzem durchgeführt habe und so sieht es dann aus.